Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute pflanzen wir hier in unserem Gewächshaus unsere Tomaten und vorne am Kompost pflanzen wir noch unsere Zucchini und unsere Kürbisse. Aber zuerst mal müssen wir die holen. Und hier wachsen ja auch schon unsere Kartoffeln. Sehr schön. Und unsere Fazilia hier am Hüfstreifen. Oh, mit Marienkäfer. Hier haben wir dann auch nochmal Fazilia, Spinat und noch viel mehr Kohl. Und wir haben jetzt hier auch die Hütchen abgenommen bei dem Blumenkohl, weil wir hatten hier die zwei Reihen bis hier die Hütchen drauf. Ja, die letzten zwei Pflänzchen hatten wir mal ohne Hütchen gemacht. Und wie man ja vielleicht schon sieht, also das ist ja mindestens doppelte Höhe und Blattenmasse. Und zu unseren Radieschen, die hier neben stehen, kommen wir auch gleich noch. Aber jetzt holen wir erstmal unsere Tomaten. Hier pflanzen wir jetzt unsere Zucchini hin. Oder Zucchini. Oder wie man es halt ausspricht. Und hier haben wir schon zwei Löcher vorbereitet mit schönem Kompost, wo wir jetzt denn unsere Kürbisse reinpflanzen werden. Da jetzt auch so ein schönes Wetter ist und so extrem warm ist, haben wir jetzt auch schon unseren Hundepool für Hunde fertig gemacht. Der sieht zwar hier ein bisschen, ja, voll aus, aber ist nicht schlimm. Ja, Elli, komm, geh mal bei dir, bitte. Kitty, los, spring rein. Rein jetzt. Ja, los, komm. Reiner! Gitte, komm, geh schwimmen! Ja! Los! Gitte! Na komm! Guck mal, das ist voll warm! Gitte, soll ich mit reingehen? Nee, jetzt geh ich nicht baden. Elli, willst du baden? Elli und Gitte wollen wir nicht baden. Dann pflanzen wir jetzt erstmal unsere Tomaten ein. Und wir haben jetzt unsere Tomaten auch schon rausgestellt, damit die sich hier erstmal ans Klima anpassen. So, und hier stehen sie auch schon. Und wir haben hier noch Basilikum, was wir auch denn dazu noch pflanzen werden. Und hier alle unsere Tomaten haben wir auch selber gezogen von Samen. Oh, und hier haben wir auch noch Wasser drin, hier, weil wir die gestern Abend noch gewässert haben. Weil wir jetzt auspflanzen, damit sie schön nass sind. Auf geht's zum Gewächshaus. So, und wir sind jetzt hier beim Gewächshaus. Aber bevor wir jetzt hier unsere ganzen Tomaten einpflanzen, ernten wir jetzt erstmal die Radieschen. So, und hier haben wir jetzt unsere Radieschen, die wir auch gerade schon gezeigt haben. Die haben zwar schon ein paar Löcher in den Blättern, sehen aus wie Fraßspuren. Ich kann ja meine rausziehen. Also, diese Mordsdinger müssen jetzt dringend mal geerntet werden. So, bisschen Wurzeln entfernen und rein damit. So, wir haben jetzt ein paar Radieschen schon mal geerntet. Also ich würde schon fast sagen 90%, weil wirklich schon sehr viele so dick waren und die müssen jetzt dringend raus. Und die werden wir auch jetzt in den nächsten Tagen essen. Und wir haben noch nicht alle geerntet, weil es einfach viel zu viel waren und die schaffen wir ja gar nicht alle zu essen. So, die setzen wir jetzt erstmal so circa hin, wo sie hin sollen, damit wir dann erstmal gucken können, wie viel Abstand die denn brauchen. Also man kann so ungefähr, ungefähr sagen, so 50 cm. Also bei mir ist es dann ungefähr vom Ellenbogen bis zum Mittelfinger. Also können wir einfach mal Arm hinlegen, zack. Also und jetzt muss man auch beachten, hier nicht zu nah an den Scheiben. Und hier ist leider keine Scheibe drin, weil die einfach kaputt gegangen sind vom Sturm. Ja, und hier wächst noch überall Rasen, weil hier eigentlich überall Rasen war. Das haben wir einfach umgegrubbert. Und jetzt haben wir halt hier Gewächshaus rausgemacht. Ja, so wie beim Feld den Rasen. Aber eigentlich ist das Wichtigste im Gewächshaus, dass wir hier oben das meiste zu ist. Damit einfach nicht so viel Regen raufkommt. Weil die Tomaten eigentlich ist trocken liegen. So, jetzt stellen wir erstmal hin. Also messen wir wieder ab. So. Ungefähr hier. Weil die brauchen so mindestens einen halben Meter. Weil die ja auch groß wären und ein bisschen buschig wären. Ja, und bei einigen haben wir jetzt auch leider kein Schild mehr drin, so wie hier, weil wir die eigentlich so zusammengestellt haben, also quasi so paarweise, also circa so und dann zwei nochmal so. Und dann haben wir jeweils nur ein Schildchen hier hingeschrieben, weil dann manche nicht gekommen sind oder manche nur ganz wenig bis so gar nicht, haben wir dann einfach einige weggemacht mit Töpfen und da waren dann auch die Schilder drin. Und so kam das alles irgendwie durcheinander und jetzt haben wir halt bei manchen kein Schild mehr drin. Also es ist quasi eine Zufallstomate. Aber man sieht ja auch schon deutliche Wachstumsunterschiede, zum Beispiel zwischen der hier
Und der hier, das ist wirklich schon krass. So, wir haben jetzt unsere Tomaten erstmal so hingestellt, wo wir sie so ungefähr einpflanzen werden. Und wir wollen hier jeweils, also quasi hier einmal in der Mitte, dann hier einmal und hier einmal Basilikum pflanzen. Weil Basilikum und Tomate nicht nur gut auf dem Teller schmecken, sondern sich auch gegenseitig die Krankheiten abhalten und auch Schädlinge abhalten. So, dann nehmen wir mal hier eine Schippe. Und es sind auch hier leider jetzt noch ein paar Tomaten übrig geblieben. Hier die 3 Stück. Und auch bei manchen sind da noch 2 Tomaten drin, so wie hier. Die pflanzen wir erstmal am Top, falls einfach vielleicht nicht jede Tomate aufgeht. So, quetschen wir mal ein bisschen wieder dran. Zack. Und dann brauchen die Tomaten natürlich noch einen großen Rankelstab. Den setzen wir dann auch hier noch in den nächsten Tagen ein. Aber erstmal reicht hier der kleine Schaschlikspieß. Auflockern. Hier haben wir die San Marzano. Oh, oh, oh. Ja, ist sehr gut nass. Buddeln wir mal ein kleines Loch. Schön locker die Erde, so muss es sein. Und auch schön mit Kompost aufgewertet hier die Erde. Weil das muss man auch. Weil die Tomaten stark. Oh, hier sieht man auch Regenwurm noch drin. Da. Und das muss man auch, weil die Tomaten stark zäher sind und deswegen viel Nährstoffe brauchen. Und die werden wir dann auch mit Brennnesseljauche düngen. Und Brennnesseljauche werden wir auch jetzt in den nächsten Tagen machen. Aber das Video kommt dann erst später, weil die Brennnesseljauche dennoch noch gären muss. Nehmen wir hier die Erde mal raus. Mit Erdbeeren am besten. So. So ist perfekt. Weil wir pflanzen unsere Tomaten auch noch bis zum ersten neuen Blatt ein, also bis hier. Weil hier überall am Stiel noch Wurzeln rauskommen, sieht man hier schon. Also quasi Luftwurzeln, die dann zu normalen Wurzeln quasi werden. Machen wir die Blätter hier mal ab, zack. Großen, was sind das hier, Verklumpungen. Die kann man noch einmal ein bisschen zerbröseln und dann mit einsetzen. Aber trotzdem kann man ja die Wurzel ein bisschen so auflockern. So, jetzt setzen wir die ein. So. Natürlich kann man jetzt auch noch direkt schon mal Brennnesselblätter reinmachen oder Hornspäne oder Dünger direkt mit rein, aber wir lassen es erstmal so, weil wir so schön Boden haben und wir werden die einfach in den nächsten Wochen dann mit Brennnesseljauche düngen. Oh, könnte man noch ein Stück tiefer sogar. So, ein bisschen festdrücken die Erde und ganz wichtig auch einen Gießrand lassen. Also einfach so, zack. Damit, wenn man mal gießt, das Wasser nicht wegschwimmt. Und das werden wir jetzt die ganze Reihe hoch und runter machen. Wir sind jetzt hier bei unserem Pool und das werden wir jetzt hier nehmen, das Wasser zum Wässern. Ganz schön viel Dreck drin, aber... So, wir haben jetzt alle hier unsere Tomaten eingepflanzt mit so einem kleinen Bewässerungskram. Und wir müssen jetzt gießen. Alles geht halt jetzt blöd, weil wir jetzt quasi so gießen müssen. Aber man soll ja nicht so stark die Blätter gießen, aber jetzt in so einem Alter ist es halt wirklich sehr schwer, das nicht zu machen. Aber wenn sie größer sind, kann man es ruhig vermeiden. Also auch für Blätter zu gießen. Schön alles nass machen. Wow, hier kommt gerade viel raus, müssen wir uns beeilen. So, hier noch ein bisschen. So, und das reicht jetzt auch erstmal zum Anwässern. Wir werden ihn natürlich jetzt in den nächsten Tagen sehr gründlich wässern, weil wir jetzt erstmal neues Erdreich haben und die Wurzeln ja erstmal dahin wachsen müssen. Und jetzt pflanzen wir erstmal unsere Zucchini ein und unsere Kürbisse. Riesenmaulwürfe in unserem Garten? Kann das sein? Nein, natürlich nicht. Wir haben hier Komposterde. Und hier werden wir jetzt unsere Kürbisse raufpflanzen. Und das waren natürlich keine Maulwürfe. Wir haben das selber mit Kompost aufgefüllt. Und so circa einen halben Meter tief und dann mit Kompost schön aufgefüllt, weil wir jetzt unsere, die wir hier haben, unsere Hokkaidos. Hokkaidos oder
wie man es halt aussprechen will. Dann nehmen wir jetzt hier unser Pflänzchen. Ja, ist natürlich dolle trocken, die müssen wir auch mal anwässern, die anderen. So ein wenig Wurzeln haben sie nur. Ja, das, die werden noch. So machen wir so eine kleine Kuhle, damit, wenn wir mal gießen, nicht alles wegschwimmt. Also quasi so. Weil Kürbisse sind auch Starkzehrer. Man könnte es auch wie hier einfach auf den Kompost pflanzen. Aber weil unser noch nicht fertig ist und wir den noch benutzen, bleibt es erstmal Kompost. Und die müssen wir jetzt natürlich auch anwässern. Boah, also der Boden, der erhitzt sich so stark. Und damit, wir mulchen auch mit Rasenmulch, wie bei Zwiebeln und beim Lauch und Porree. Und dann auch bei Tomaten da hinten mit Rasenmulch, damit einfach die Erde bedeckt ist und nicht so viel Feuchtigkeit verloren geht. Und zusätzlich bringt der Rasen ja auch noch ein paar Mineralstoffe im Boden. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man nicht vergisst zu wässern, denn. Weil wenn man auch mulcht, soll man nicht denken, dass man nicht mehr wässern muss. Natürlich muss man dennoch wässern. So, und hier die anderen zwei Kürbisse, die werden wir jetzt hier einmal im Loch einsetzen. Die Zucchini, die schon anfängt zu blühen, die setzen wir hier hin, wo wir unseren Kompost hingelagert haben. Von der letzten Ernte. Ernte, sag ich mal. Wo wir halt den Kompost geholt haben. So, nochmal Kürbis. Oh, und hier neben und hier im Blühstreifen haben wir auch verschiedene Obstbäume gepflanzt. Und die sind halt ganz hinzugewuchert. Und weil ja auch die Gänse und Hühner gelaufen sind, haben die hier immer abgeknubbelt. Und vom Rasenmäher kann das ja auch mal passieren, wenn man hier mal rüberfährt. Aber wie man sieht, das treibt schon wieder aus. Und hinten bei der Streuobstwiese haben wir auch zwei gepflanzt. Wow. Und da hinten können wir mal gleich ein Bild einblenden. Da haben wir auch ein Bäumchen gefunden noch und gerettet, sag ich mal. Also ich finde, das sieht auch so schön aus, die Phacelia. Also die müsst ihr unbedingt im Garten machen. So, und haben wir noch den Spaten? Ja, hier haben wir auch unseren Spaten. So, und jetzt zeige ich euch mal. Oh, hier sind schon Disteln, die müssen auch direkt raus. Wie wir so ein Kürbisloch buddeln, sag ich jetzt mal. Also zuerst mal ein bisschen hier das ganze Kraut hier weg. Autsch. Vielleicht Brennnessel. Die kommen jetzt, die Brennnessel, die hier jetzt schon sind, die kommen direkt in eine Brennnesseljauche. Und hier, wo jetzt der Blühstreifen ist, da brauchen wir jetzt auch nicht düngen, weil hier jetzt schon, ich glaube, 2 Jahre Blühstreifen wuchs und das jetzt super Nährstoffe reingebracht hat. Also brauchen wir jetzt hier auch nicht nochmal Kompost einarbeiten. Sonst würden wir jetzt auch ein bisschen an Kompost hier reinmachen. So, jetzt müssen wir den Boden schön auflockern, weil es stark verwurzelt ist. So, wir haben jetzt hier das Kraut erstmal schön weggemacht. Ah, überall Brennnessel. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, dass man hier jetzt schön alles wegmacht, was hier wieder versucht zu wachsen, damit es natürlich nicht jetzt die Nährstoffe klaut. Also sowieso was, das muss, kann da hinten weiter wachsen. Und am besten macht man hier irgendwie so einen kleinen Stiel ran, damit man die auch sieht, wo sie wachsen. Aber ich denke, wenn wir die jetzt kräftig anwässern und die Sonne jetzt auch wieder schön scheint, dass dann hier auch das ganze Gemüse mal richtig Gas gibt. Wir haben jetzt hier auch schon einen Gießkan wieder. Zack. Womit wir es jetzt kräftig anwässern. Und jetzt ist wie beim Tomaten. Am besten nicht auf die Blätter anwässern. Auf die Blätter zu gießen, aber ja, wie willst du das machen bei so einem kleinen Pflänzchen? So, und jetzt pflanzen wir noch unsere Zucchini. So, und das erste, was wir jetzt machen, den Boden auflockern. Und genau so muss der Boden sein. Schön locker. Und hier sieht man auch, dass hier Kompost ist oder noch war, weil hier überall noch Regenwürmer sind. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, dass der Boden voller Nährstoffe schon steckt. Also wirklich so schön bröselig, die Erde. So muss der sein. So, jetzt lockern wir mal weiter auf. So, jetzt ist der Boden schön locker. So, das Schädchen kann hier mit drin. Lockern wir wieder schön auf die Erde. Und schwuppidup. So, perfekt. Wieder auflockern. So, machen wir wieder ein kleines Loch. Und wie man hier schon sieht, die Zucchini, die blüht schon ohne Ende. Also muss die dringend mal rein. Und weil ja hier unser Blühstreifen ist, wird die bestimmt schön bestäubt.
Hier die gelben Blätter, die kann man jetzt auch schon abmachen und hier einfach einen Kompost machen. Zack. So, und die müssen wir jetzt auch noch anwässern. Oh oh. Nee, und das soll nicht passieren. Und unseren Kompost können wir ja neben auch noch mal ein bisschen wässern. Weil wenn es so lange regnet wie bei uns, freuen die sich auch mal ein bisschen um Regen. Ich hoffe, euch hat das Video sehr gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!